Ja, willkommen zurück zu Real Mist Masterpiece. So, das letzte Zeitalter. Das wirklich allerletzte Zeitalter von Real Mist. Stimmt mich ein bisschen traurig. Aber wir haben ja noch Riven vor uns. Wunderbare 640x480 Grafikpower Spielerlebnis. Wird interessant werden, auf jeden Fall. Ja, egal. Auf jeden Fall. Rime, das letzte Zeitalter hier. Die alternativen Enden werde ich nach diesem Video dann machen. Also die alternativen Enden, wenn man halt eins von den beiden Brüdern Bücher benutzt. Ich habe den Spielstand ja gespeichert. Denke ich mal, dass werde ich dann als Spoiler auch markieren. Und das kann man sich dann mal angucken, wenn man daran Interesse hat. Auch das Zeitalter der Dni, wo Atrus drin ist, wenn man da reingeht, ohne die letzte Seite. Das wird wahrscheinlich auch in dem Video vorkommen. Aber das hier widmen wir jetzt ganz allein dem letzten Zeitalter Rime. Und mal schauen, ob wir da was lösen müssen oder ob wir uns da nur umschauen dürfen, können, müssen. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ja, ich habe mein eigenes Video ja nochmal. Oh, das ist aber schick. Nochmal kommentiert. Okay. Dieses Zeitalter Rime gibt es wirklich nur in der Real Myst Version und nicht in der Masterpiece. Die Masterpiece. Meine Güte. Die Masterpiece. So Myst Masterpiece hat es nicht drin. Das ist halt nur die Real Myst Version, also die Edition. Also so ein kleines Goodie quasi für alle, die das nochmal in 3D dann durchgespielt haben. Und ich muss sagen, ja. Das dürfte auch für die wirklich hart eingesotteten Myst-Spieler absolut neu sein. Okay. Blitze. Okay, was passiert, wenn ich meine Taschenlampe anmache? Gar nichts. Die kann gar nicht so weit leuchten. Okay. Aber schon mal schön. Okay, da ist ein. Eine Karte. Die Kristalle, genau. Ah, hier schön das Buch direkt zurück zur Insel. Das Rhyme-Buch spricht auch davon, dass die Kristalle, also hier wird es um Kristalle gehen, Wärme brauchen. Und ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass wir dieses Gerät aktivieren müssen, was natürlich Gas braucht. Und ohne Gas. Meine ich das nur oder ist das hier tierisch am. Das ist ein bisschen am Lecken hier. Also die. Dann sollte natürlich auch den Hahn aufdrehen. So, dann schmilzt mal bitte. Die Tür können wir auch wieder zumachen.
Cool. Ah, ist noch nicht gänzlich warm hier. Ah, hervorragend. Ich möchte jetzt nicht diese Szene ruinieren, deshalb lasse ich einfach meine Taschenlampe aus. Beeindruckend. Beeindruckend. So, was haben wir denn hier? Einen Schalter. Fahren wir erstmal rauf. Okay, da haben wir noch einen Schalter. Und ein Hologrammprojektor, so wie es aussieht. Oh, in verschiedenen Farben. Gucken, was schwarz macht. Ah, dann kann ich wahrscheinlich die Farbe, jetzt müsste das, gucken, jetzt müsste das so ein helles Blau. Ah, hat schon was. Wie man wieder feststellt, die auch Rhyme ist von Wasser bedeckt. Jetzt hätte ich natürlich probieren können, ob ich noch höher fahren kann. Ah, Mist. Noch mal höher, bitte. Ne, geht nicht. Schade. Aber. Ah. Secret. So, was haben wir denn hier? Kristalle. Spoil more time. Da, finish construction. So, ich werde das eben mal kurz lesen und danach geht es dann kurz weiter. Ich werde euch dann auch erzählen, was in dem Buch steht. Ja, das war's. Ich habe mir das Buch gerade durchgelesen. Es ist recht interessant. Anscheinend hat Atros versucht, hier mit Kristallkombinationen ja, man könnte jetzt sagen Zeitreisen, aber er hat halt versucht, sich Zeitalter anzuschauen in der Zeit verschoben. Also wie sie damals waren, wie sie heute waren, und er hat auch versucht, auf Riven einen Blick zu werfen. Recht interessant. Im Grunde ist das so die Kombination, die wir wahrscheinlich gleich unten brauchen werden. Und ansonsten steht hier eigentlich nicht viel drin über irgendwelche Hinweise, die man hätte bekommen können. Aber wir werden uns mal weiter erstmal umschauen, ob wir nicht unten vielleicht dann doch noch was finden. Okay, aber was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt den Schalter umlege und dann hier runterfahre? Na, okay. Das hat also keinen Einfluss, oder? Doch, der Gang ist kürzer. Ah, ja, okay. Das kann natürlich. Das kann natürlich sein, dass das ein komplett anderer Gang ist. Ja, es muss ein anderer Gang sein. Wenn ich jetzt hier runterfahre. Ja, gut, da komme ich nicht runter. Also, es ist gewollt, dass ich. Oder ich muss dann. Den Weg einschlagen hier.
Runter. Gut. Und noch mehr Bücher. Ah, das ist eine andere Kombination. Oh Gott, wer soll denn das lesen? It is real, the weak of your hands, of the touch of my tears I have left. Beam for you. I'm only yours, Catherine. Das könnte natürlich auch wieder interessant sein. Dann machen wir mal hier so ein... Zeichnen wir es kurz ab. Das ist rot. Das ist grün. So. Blau. Gelb. Und das letzte. Lila oder Magenta? Lila. So, dann schauen wir mal weiter. Da ist nichts. Und da liegt eine Karte. Oder mehrere Karten. Ah, okay. Dann wollen wir mal einen Blick riskieren. Das ist... Tja. Wie bringe ich dem Ding jetzt eigentlich bei, eine andere Farbe zu nehmen? Ah, probieren wir einfach mal die Kombination aus. Vielleicht sehen wir ja Riven. Und das macht Sinn, jetzt diesen... Ach nee, Moment. Da muss ich jetzt mal... Ja. Den Dreizack brauchen wir jetzt, genau. Ist das das, was sie meint? Ja. Und den zweigeteilten. Ah. Ja, die Farben hier haben ja bestimmt eine gewisse Bedeutung. Aber wie stelle ich die Farbe ein? Das Ding muss eigentlich rot sein. Habe ich den oben auf rot stehen gelassen? Nee, das kann ja nicht sein, dass das damit oben zu tun hat. Oder doch, wenn das natürlich... Also die Farben... Ich habe keine Ahnung. Es kann natürlich jetzt sein, dass das mit den oberen Einstellungen zu tun hat. Deshalb muss ich mal nochmal hochfahren.
Nee, der steht auf blau. So kann es das auch nicht sein. Okay, wie ändere ich jetzt hier die Farbe? Ah, schau mal, guck. Kristalle. Hilft mir aber nicht weiter. Tja, ich müsste die Farbe ändern. Probieren wir erstmal das eine, was ich da... was in dem oberen Buch stand. Da fehlt mir aber ein Symbol. Oh, Mann. Da fehlt mir ein Symbol. Kann ich das wegmachen? Nee. Da komme ich jetzt so nicht weiter, vor allem weil die alle gelb sind. Aha. Okay, da muss man erstmal drauf kommen. Aber wo habe ich das jetzt gemacht? Aber wenn ich die gedrückt halte, ändern sie ihre Farbe, okay. Rot. Sein, ja. Der kann gelb bleiben eigentlich. Und der wird lila oder magenta. Ich glaube, das war das Symbol, ne? Mal reingucken, ja, das sieht gut aus. Ja, dann schauen wir mal. Okay. Da scheint wohl noch nicht ganz gänzlich was zu stimmen. Das sieht man auch eher wie hellblau. Hellblau. Und Magenta. Ja, der ist dunkelblau hier. Sagt mir jetzt so nichts. Also, sollte eigentlich irgendwas passieren, oder? Nochmal abchecken. Es kann natürlich auch sein, dass das der falsche, dass hier das falsche Symbol ist. Das sieht, glaube ich, schon ein bisschen besser aus. Ja, das war wohl das falsche Symbol und der ist nämlich abgeflacht und nicht groß. Also irgendwie habe ich es heute mit Formen und Farben. So. Da scheint auch noch nicht was gänzlich zu stimmen.
So, der ist abgeflacht und das ist dann hier, den habe ich wahrscheinlich richtig. Der ist blau und der ist lila mit so einem V. Das sollte eigentlich passen. Oder gibt es das noch in einer anderen Farbe? Ah. Oh, zu weit. Okay. Der ändert bedächtig seine Farbe. Okay, das kann jetzt, glaube ich, aufhören. Na komm. Rot, gelb, grün, blau, magenta. Okay, das scheint nicht ganz so. Nicht ganz so zu funktionieren. So, da haben wir wieder das Bild. Ja, das könnte Riven sein. Durchaus. Haben wir denn noch andere Kombinationen? Ich glaube, das war's aber schon fast. Mal gucken, vielleicht hat sich oben ja noch was verändert. So, das ist ja der Schreibtisch. An. Vielleicht haben wir hier an den Seiten noch was übersehen. Aber so wie das aussieht, macht das schon fast wieder. Da geht's nach Hause. Und das sollten wir vielleicht mal ausmachen. Ja, im Moment sehe ich hier auch nicht wirklich weitere Hinweise, sachdienliche Hinweise. Was haben wir hier? Okay, hier haben wir nur das. Sachdienliche Hinweise, die uns... Na gut, es kann natürlich auch sein, dass es hier nur ein reines Showcase ist und hier nicht wirklich
was passiert, aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt nochmal mich hier gründlicher umsehen. Das werde ich jetzt off-camera machen, da braucht ihr nicht zu gucken. Und war nämlich da oben das, also ich glaube nicht, dass das alles gewesen ist. Ich schaue mich hier nochmal um und dann geht's gleich weiter. Ja, da sind wir wieder. Und ja, nach eingehender Untersuchung des Zeitalters muss ich sagen, das war's. Es ist wohl wirklich nur ein reines Showcase, um ja quasi als kleines Goodie, wenn man Real Myst durchgespielt hat. Hier ist sonst wirklich nichts, außer natürlich das interessante Buch. Ich kann hier die Farben einstellen und ja, und habe natürlich dann diesen wunderschönen Hologramm. Das kann ich nochmal zeigen jetzt. Hab natürlich dieses wunderschöne Hologramm. Und was mag es wohl darstellen? Ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass es wirklich Riven sein soll. Diese Apparatur nochmal, ich habe nochmal in dem Buch nachgeblättert gerade, ist ja quasi dieses Zeitalter-Schau-Suchgerät, womit quasi Arthrus und Catherine und Cyrus und Archena sich halt dieses Zeitalter angeguckt haben. Und Catherine hat jetzt wohl für Arthrus hier ein Bild von Riven auf den Screen gezaubert. Und ich würde sagen, dann auch mit diesem Bild von Riven beende ich meine Real Myst Masterpiece Edition Reihe. Hat mir Spaß gemacht. Kam mir zwar nicht so lange vor, wie ich es damals wohl gespielt hatte, das normale Myst, aber trotzdem wirklich sehr interessant, Myst mal in 3D zu spielen. Und leider Gottes gibt es Riven ja nicht in 3D, sondern halt nur in 2D bei der wunderbaren Auflösung. Aber ich will es euch auch nicht vorenthalten und werde dann auch Riven demnächst anfangen. Und ansonsten gibt es dann noch ein Video direkt im Anschluss als neues quasi Spoiler-Video, wo ich dann nochmal die drei Alternativenden, weil das endet ja jetzt hier nicht, ich darf mich ja jetzt in den Zeitaltern weiter umsehen und nochmal weiter erforschen, aber was passiert, wenn ich das Buch von Cyrus benutze, was passiert, wenn ich das Buch von Archena benutze und dann auch nochmal das Arthrus-Buch ohne die weiße Seite. Wie gesagt, es gibt ein separates Video, wird auch ausgewiesen als Spoiler, obwohl es ja auch ein Spoiler ist, aber lassen wir das. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich wirklich fürs Zuschauen, für alle, die es interessiert hat. War eine schöne Zeit, wieder mal Myst zu spielen. Ich freue mich auf Riven und danke fürs Zuschauen und dann vielleicht sieht man sich und hört man sich dann beim nächsten Teil Riven.